Ja. Naja, gut, da müssen wir ein bisschen reinfuchsen noch hier. Der plus 5 Minuten, der ICE 551, weil er da ein bisschen gestanden hat. Der hat keine Verspätung. 5:13 ist Abfahrt Gleis 5. Und der 511er, der ist aus Oberbarmen, da ist er. Der fährt Gleis 1 an. Können wir schon mal schalten. Nicht, dass er auch noch hier Verspätung kriegt durch mich. Hier sind keine Bahnübergänge, das ist schon mal gut. Da gibt es schon mal keine Störung beim Bahnübergängen. Zumindest sehe ich keine hier. Die hätte ich auf Gleis 5 schicken sollen, aber habe ich jetzt auf Gleis 3 geschickt. Muss ich mal gucken, wo Automatik drin ist. Warte mal. Fahrstraßen-Selbstschaltung. So, dass er nicht selbst schaltet. Da habe ich, glaube ich, nicht darauf geachtet. Deswegen hat er sich auf Gleis 4 hingesetzt. Da kommt die 83 007, 807 rein. So, da geht er auf Sonnenborn. Gleis 4. Das wird das hier sein wahrscheinlich. Dann wird er auf Zoologischer Garten gehen. Auch Gleis 4. Dann geht er Richtung Wuppertal-Steinbeek. Das ist da hinten. Das heißt, hier können wir schon mal schalten. Und von hier geht er nach Dahn. So, haben wir da schon mal grün. Dann kommt er hier schon mal an, hier schon mal rot. Dann müsste er auf Gleis 5 gehen anstatt Gleis 4, weil der andere da steht. Okay, hier gibt es Engpässe, manchmal durch Wechsel der Schichten. Wann soll er da sein? Shit, habe ich nicht drauf geachtet. 5:20 Uhr, das passt ja. Dann ist der andere ja schon draußen. Das ist sehr gut. So, haben wir was drinnen noch hier, irgendwas Wichtiges? Am Bahnsteig 5:13, das ist die da oben. Der ICE, der fährt gerade weiter, ist gerade draußen und der Wuppertaler fährt auch weiter. Das ist nett. Okay, Hauptbahnhof 1, wo ist denn der? Ach, der ist er, okay. Ich dachte schnell, er wäre weg gewesen, aber da steht ja noch Hauptbahnhof dran. Ein Ferngleis nur, und der Rest ist hier S-Bahn, wo man hier umregeln muss. Das ist ganz übersichtlich eigentlich, das Stellwerk. Bloß hier, da muss man ein bisschen aufpassen, weil er auf Gleis 5 soll und der andere soll auf Gleis 4 fahren. Das ist... Aber wieso ist man so hin und her da, ne? Naja, egal. Wahrscheinlich wendet er gleich. Darum sollte er auf Gleis 5 fahren. Oder? Nee, da steht nichts vom Wenden. Die 907 kommt gleich rein. Da kommen zwei aus Oberbarmen. Beide auf 5:15 Uhr. Beide sind pünktlich. Mal sehen, was das ist. Einmal LRS und einmal LRRB. Ja, der ist am Dings dran. Der kann rausfahren. Der hat freie Fahrt. Der soll gleich nach Steinbeck fahren. Fahrplan einsehen. Hauptbahnhof. Dann soll er weiter nach Steinbeck. Das ist da hinten. Jetzt wird hier angezeigt und da angezeigt. Das ist auch komisch, ne? Ah, da muss ich mich noch dran gewöhnen, an dieses neue Stellwerk. Bis jetzt ist ja nicht viel zu tun hier. So, die 30912 hat Abfahrt. Das heißt, wir schicken ihn jetzt hier hin. Dass er weg ist. Dann haben wir hier hinten weiterfahren lassen. Da wird er, glaube ich, schon eingestellt. Automatikbetrieb, da blinkt es, ja. Da brauche ich nichts machen. Obwohl es manchmal besser wäre, ne? Und da übernimmt der andere Stellwerk, das andere Stellwerk. Okay, dann haben wir den schon mal weg, den Falschgelenkten. Da haben wir noch einen 511er drinne. Den 38997 kommt auch bald, 807 kommt auch bald rein. Irgendwie
muss es ja noch weitergehen hier, ne? Ja, das ist das Stellwerk Wuppertal, Hauptbahnhof. Hier oben links zu sehen. Mich würde mal interessieren, ob es jetzt bei den anderen auch ist. Bei Essen und so, Hauptbahnhof, dieses Stellwerk hier, die Farben. Oder ob es nur bei Wuppertal jetzt ist, neu, aber ich glaube, die haben alle aktualisiert. Also ein recht kleines Bahnhof, wie man sieht. So, der fährt raus. So, der fährt raus. Der ist das hier, Fahrplan einsehen. Steinweg Gleis 3. Das ist hier, ne? Ja, dann soll er 42 anfangen wahrscheinlich. Gleis 3. Ja, stellt euch nicht bei, welches Gleis er ist. Ne? Natürlich schlecht. Aber es ist hier eingeblendet. Das ist gut. Das ist kleine Übersicht dann schon wieder für mich. Ne? Und für euch auch dann. So, was haben wir noch neu hier? Mal gucken. Zugfahrplan, grafischer Fahrplan haben wir auch schon gesehen. Zugfahrplan. Das war das, was wir gerade anhatten hier. Dann haben wir hier Übersichtssignale, Selbststellbetrieb, Bahnsteigansicht, Gleissperrungen. Um 10:01 ist eines, dauert noch, das werde ich wohl nicht mehr erreichen. Zugnummerndrucker, das was ihr gerade gehört habt. Gehalt, Merkzettel vergrößern, ja, das ist eigentlich nichts Neues soweit. Informationen, was ist neu in dieser Version, können wir auch mal reinschauen, aber jetzt nicht. So, wo bleibt er denn? Das ist bei Sonneneck da oben. Sonnenborn. Der 511er ist eine Ausfahrt, das ist sehr gut. Was haben wir als nächstes hier? Die 83812, wo soll der hin? Der soll Gleis 4 anfahren, das ist kein Problem, man muss die andere raus. Ah, ist eingleisig hier anscheinend, das Gleis 5 wird ganz selten benutzt. Wuppertal, Zoologischer Garten, Hauptbahnhof Gleis 4, ja, da sah ich schon. Da ist Selbstbetrieb drin, ne? Was soll das denn hier? Ja, Selbstbetrieb, das ist nervig. Der soll auf Gleis 4 fahren und nicht Gleis 5. Ah, ich hasse Selbstbetrieb. Selbstbetrieb aus. Welcher ist das? Das ist der hier, ne? Yep. Ja, das war der. Der soll Gleis 4 fahren und nicht Gleis 5. Das ist ein Nachteil Selbstbetrieb, da macht er automatisch alles einstellen und dann schickt er sie auf die falschen Gleise. Deswegen mache ich Selbstbetrieb immer aus. Der soll Gleis 4 anfahren, nicht Gleis 5. Habe ich wieder nicht beachtet, dann hat der Computer schneller gemacht als ich. Aber jetzt ist es passiert, jetzt kann ich nichts mehr ändern. Das heißt, der geht auch auf Gleis 4, die 8.12, dann ist die Ankunft. 5:18 und der andere ist 5:19 da aber hier. Nee. 5:18 Uhr. Ja, das heißt, wir können jetzt hier schon mal auf Gleis 4 fahren lassen. Ja, das ist ein Nachteil von Selbstbetrieb. Das mag ich überhaupt nicht. Man kann sich nicht an die Regeln halten, kriegt man weniger Geld, eventuell noch Abzüge, wenn man ganze Zeit falsch lenkt. Mal gucken, was wir für Geld haben. Zeige Gehalt. Naja, es ist ein Zug hält im richtigen Bahnhof, Zug hält im richtigen Gleis. Das sind alles so eine Kleinigkeit, wo man ein bisschen Geld verdient. 5:16 Uhr, aber richtige Bahnhof und richtige Gleis. Naja, nicht ganz, ne? Habe ich ein bisschen Geld verloren wahrscheinlich. So, die 83812, ach, können wir mal angucken hier, warte mal, Gehalt, 5:16 Uhr, jetzt haben wir es 5:17 Uhr, mal gucken, hält im richtigen Gleis, hält im richtigen Bahnhof. Hier haben wir zum Beispiel kein Geld bekommen, weil es ja nicht richtig Gleis war, haben wir 5 Euro verloren. Und das Geld könnte man gebrauchen, gleich gibt es auch wieder nur, hält im richtigen Bahnhof,
aber nicht im richtigen Gleis. Das ist schon ärgerlich, wenn man so 5 Euro verliert, ne, an seinem Lohngehalt. So, die 111115, die fährt nach Wuppertal 3. Da ist auch noch Selbstbetrieb drin, ne? Oh! Der soll auf Gleis 3 fahren und nicht hier Gleis... Ja, Gleis 3 soll er anfahren, das fährt jetzt auf Gleis 1 durch. Da gibt es auch wieder weniger Geld. Zug richtig geleitet. 25. 5.18 Uhr. Ja, und da soll die wechseln, wenn auf 110 werden. Oh, nö, da... Ja, das ist ein Nachteil. Jetzt habe ich hier einen Fehler. Jetzt habe ich eine Sperrzone wahrscheinlich hier. Der hält jetzt irgendwo an, ändert die Fahrtrichtung und wird zu 1111. Gleis 1. Zug hält im richtigen Bahnhof, aber nicht auf dem richtigen Gleis. So, am Bahnsteig 5.21 Uhr. Ja, da muss ich auch mal Selbstbetrieb ausschalten. Dass ich den Fehler nicht wieder habe hier. Jetzt wendet er wahrscheinlich hier. So, die 812 ist fertig zur Abfahrt. Die fährt wieder noch in Wuppertal Steinweg 3. Dann ist der draußen. So, dann haben wir noch hier fertig zur Abfahrt 812 und was haben wir noch hier fertig zur Abfahrt? 30807. 30807, wo ist die denn? Die ist da. Ja, der kann automatisch losfahren, die ist ja schon eingestellt, auf dem falschen Gleis zwar, aber egal. So, die 111105 am Bahnsteig 021. Ah, schauen wir auch mal Automatik aus hier. Ich weiß nicht, was jetzt die 1115 macht hier. Ah, die fährt schon, die steht immer noch. 5.21 ist Abfahrt, also in einer Minute. Wenn hier so ein E ist, dann ist hier Automatikbetrieb an. Das mache ich immer aus jetzt hier, weil ich sonst hier immer falsch gelenkt werden, die Züge. Und das ist auf Dauer nicht so gut. Hauptbahnhof Gleis 5, da ist er richtig. Da stand irgendwas Gleis 4, ne? Fahrplan einsehen. Gleis 5, ja, da ist er richtig eingestellt. Aber ich mache es lieber manuell, das ist ein bisschen besser. Der ist weg, der stört mich nicht mehr. Hier ist Ersatz, also ein Automatikbetrieb an, hier auch, kein Problem. Da ist aus, da ist an. Aber wenn ich jetzt hier reinfahren soll, ist auch wieder schlecht, dann fährt er nachher hier lang. Also schalten wir auch aus. Ich will kein Risiko eingehen. Muss natürlich aufpassen hier, dass ich den auch schalte. So, der geht dahin, der ist da. Der ist weg, der fährt auch weg. Das Einzige, was hier noch rum ist, ist die 807 und die ist Abfahrt Wuppertal 520 soll sie da sein. Muss ja schon da stehen. Fertig zur Abfahrt. Okay, die ganze Zeit steht es an, das ist nächster Halt und jetzt weiterfahren. Kein Problem. Jetzt kommt die 706 gleich rein. Fahrplan einsehen, der soll Gleis 4 anfahren. Das ist hier.
Da können wir auch schon mal schalten. Dann haben wir den auch schon mal weg. Der kann jetzt anfahren hier. Ja, fertig zur Abfahrt. Genau. Hat schon 2 Minuten. Die 812 hat auch 2 Minuten. Die ist da oben. Ja, ich muss schon wieder bald zur Arbeit leider. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Stellwerk. Also es ist nicht allzu schwer. Man muss halt den Automatikbetrieb ausschalten. Dann passieren auch keine Fehler. Außer du machst dir selber die Fehler. Habt ihr ja gesehen, dass sie falsch gelenkt wurden, teils die Züge. Und hier verdient man schon viel Geld auch. Ne? Ich kann hier schließen, dieses Fenster hier. Das braucht man ja nicht. So, dann gibt Gas da. Was haben wir denn da oben? Achso, Gleichsperrung oder was ist das da oben? Egal. Ein kleiner übersichtlicher Bahnhof, Wuppertal Hauptbahnhof. Jetzt kommt die 807 rein, die ist da hinten. Dann haben wir noch hier die 812, die fährt gerade da oben weg. Dann haben wir die 111.05, die fährt auch weg, die haben auch kein Problem mehr. Und dann die 30706, die ist da oben, dieser Gleis ist gerade in Oberbarmen und soll Wuppertal Hauptbahnhof 4 anfahren. Ist ja schon eingestellt, also keine Probleme. Der nächste wird 5.29 Uhr kommen. Aber ich beende mal jetzt die Aufnahme. Ich werde speichern, dass wir mal weiterfahren können. Speichern. Nennen wir AD für Andreas Dultert, LP. Speichern. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses kleine Stellwerk. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.